Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir haben mal wieder ein Rattalaika-Game hier. Werde ich euch heute mal vorstellen. Im Prinzip wieder ein hübscher Trophäenleitfaden. Das erste, was wir natürlich machen, ist auf Optionen. So sollten die Einstellungen dann bei euch ausschauen. Also auf Easy stellen, Text Speed und Auto Forward Time komplett nach oben. Transition könnt ihr auf None, Skip Text auf All und After Choice könnt ihr Skip. Und dann war es das soweit auch schon. Dann gehen wir hier wieder zurück und starten ein neues Spiel. So, einmal auf neues Game, dann können wir natürlich mit R1 skippen. So, und da wählen wir jetzt das erste aus. Muss ich gucken, dass ich das Richtige auswähle. Genau, das immer wenn es so hinterlegt ist, wählt ihr das Richtige aus. Davon brauchen wir jetzt das obere. Das erste, was wir hier machen, einmal Go Home. Das seht ihr dann an dem Leuchten. Nochmal. So, take a nap. Nochmal take a nap. Und dann geht's schon weiter. So, jetzt fängt's da an. Da nehmen wir den zweiten. Ich muss immer ein bisschen gucken, dass ich auch wirklich das Richtige auswähle. So. Einmal auf Go Home. Da nehmen wir dann natürlich wieder Take a Nap. Müssen jetzt halt weitermachen. Jetzt ist es egal, was wir hier antworten. So, da jetzt wieder Go home. Take a nap. Und das müssen wir jetzt so lang machen, bis wir beim 2. Oktober ankommen. So, jetzt ist es wichtig, jetzt sind wir hier beim 2. Oktober. So, da brauchen wir jetzt die Option Nummer 3 ab den 2. Oktober. Und schon die erste Trophäe. Weiter geht's. Hier auch wieder. Dritte. Und haben die nächste Trophäe. So, jetzt wieder Select Go Home. Take a nap. Und auch hier wieder die dritte Option. Und da geht es jetzt wieder auf Select, Go Home. Beziehungsweise wir, genau, wir selecten. Ich bin wieder auf dem Englisch-Trip. Taken a nap. Taken noch ein nap. So, geh nach Hause. Und wählen das wieder aus. So, haben wir die vierte Trophäe. So, jetzt ist es wichtig, dass wir wieder ins Main-Menü gehen. Wir machen jetzt auch mal sicherheitshalber immer so ein Save. Braucht man jetzt eigentlich nicht, aber wir machen es. Gehen wieder zurück und wählen auf Neues Spiel. So.
Jetzt ist es wichtig, dass wir das untere auswählen, also nicht mehr das obere, sondern Some Tropies are related to State Racing Gameplay. Und beim unteren können wir wieder den ersten Modus. Und da nehmen wir das zweite. So, da nehmen wir natürlich wieder zweite. Auch das zweite. Da nehmen wir das erste. Auch das erste. So, da brauchen wir auch das erste. Da brauchen wir das zweite. Auch das zweite wieder. Das erste. Wieder das erste. Da ist es schon auf dem ersten, sehr gut. Nochmal das erste. Da nehmen wir jetzt das dritte. Da das erste. Hier nehmen wir das dritte. Da nehmen wir auch wieder das dritte. Das ist auch schon ausgewählt. Da muss man immer ein bisschen gucken, weil manchmal kann es auch sein, dass es aus Versehen was anderes auswählt. Und jetzt ist das gleich ein ganz wichtiger Punkt. Da nehmen wir jetzt auch wieder das dritte. Und jetzt ist wichtig, dass wir einmal kurz auf Start gehen und jetzt einen Save-Punkt machen. Das erste brauchen wir nicht mehr. Da können wir im Prinzip überspeichern. So, der ist wichtig, der Save Point. Den brauchen wir nachher. Und jetzt wählen wir hier einmal den Darren aus. Der ist auch schon direkt ausgewählt. Nehmen hier Option Nummer 2. Hier nehmen wir das dritte. Zweite. Hier brauchen wir das erste. Hier nehmen wir das erste. Und hier nehmen wir das zweite. So, da haben wir das erste Ende schon mal. So, jetzt nehmen wir einmal hier den Offload und laden im Prinzip den ersten Save Point. Haben wir nur einen. Und gehen jetzt auf den zweiten Charakter, machen da weiter.
Option 1. Wieder das obere, also Accept im Prinzip. Jetzt nehmen wir Option 2. Nochmal das zweite. Das dritte. Da nehmen wir jetzt das erste. So, da haben wir jetzt die zweite Trophäe. Jetzt können wir wieder auf Start. Auf Load Game. Und laden wieder unseren Spielstand. Und wählen jetzt den Ted aus, den dritten. So, nimm die erste Option. Zweite. Nochmal die zweite. Nochmal die zweite. Jetzt nehmen wir mal die dritte hier. Und als nächstes brauchen wir die zweite. Und wieder zwei Trophäen, auf die wir warten müssen. So, da ist die zweite Trophäe. Und jetzt können wir wieder auf Load Game. Also ihr müsst immer gucken, dass wir da oben auch wirklich drauf gehen, dass ihr nicht auf Save Game noch seid. Sonst überschreibt ihr euren Spielstand, das wäre nicht so gut. Wählen jetzt noch den Chef aus. Da brauchen wir die dritte Option. Da ist es schon auf der dritten. Sehr gut. Und jetzt müssen wir bis zu Back 4 Hill Incorporate die zweite. Da nochmal die zweite Option, genau. Da müssen wir jetzt die erste, also Confront Chef. Müssen wir ganz kurz durchlaufen, ob noch was kommt. Normal müsste das aber durch sein, sehr gut. Und jetzt ist es wichtig, nochmal auf New Game. Da müssen wir jetzt, hoppla, erstmal R1. So, da nehmen wir Option 2. Nehmen hier wieder die erste Option. Da die zweite Option. So, dann nehmen wir die obere.
So, da nehmen wir Option 2. Die Option 1. Die Option 2 zum Gucken, ja, ist die richtige, sehr schön. Weil ich manchmal das nicht ganz blick mit dem, was ausgewählt ist, finde ich mal ein bisschen schwierig gemacht. Also wäre schöner, wenn da irgendwie so ein kleines Zeichen einfach nur davor wäre, finde ich persönlich. Dann nehmen wir jetzt wieder Option 2. Hier nehmen wir das dritte. Da brauchen wir Option 1. Dritte wieder. Da brauchen wir wieder das erste. Das ist sogar direkt ausgewählt. Sehr schön. So, das dritte. Nochmal das dritte. Und nochmal das dritte. So, da nehmen wir wieder die Option Nummer 1. Wieder die 1. Nochmal die 1. Da nehmen wir jetzt Option Nummer 3. So, jetzt Select Chef. Dritte. Wieder das dritte. Das zweite. Nochmal das zweite. Und da nehmen wir auch noch mal das zweite. Und Option 1. So, jetzt haben wir das normale Ende. Lass uns kurz durchlaufen. Und haben das spezielle Ende. Und da ist auch schon die Platin. So, kann man hier auf Pause stellen. So. So einfach ist das Ganze. So schnell geht das. Also wir haben es jetzt in nicht mal 20 Minuten. Werde noch, wie gesagt, an der Stelle vorne, damit ihr da nicht ewig rumwarten müsst, werde ich das noch dann textieren, wie lange ihr das skippen müsst, eben mit dem Weg. Und werde das dann ein bisschen kürzen, damit es nicht so ewig lang dieses Ausgewähle ist. Und ja, dann war es das auch schon mit dem Trophäenleitfaden zu Nicole. Hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch freuen, solltet ihr ein Abo da lassen, um einfach nichts mehr von diesem Kanal zu verpassen. Und dann hören wir uns spätestens im nächsten Video.